Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute am Freitag zum Topps Bundesliga Chrome Sammelordner 13-14 Mappen-Update. Und zwar habe ich den ja vor anderthalb Wochen oder ich glaube auf YouTube vor einer Woche ungefähr ausgepackt. Und ich habe jetzt meine Karten einsortiert, habe ein bisschen getauscht und werde jetzt mal zeigen, welche Karten ich schon habe. Es sind bei weitem nicht die ganzen oder alle Karten, es ist glaube ich die Hälfte drin. Und auf jeden Fall fangen wir jetzt erstmal an mit den Spielern, die hier vorne drauf sind. Altintop, Diego, Müller, Ibisevic, Hand und Schäfer. Ja. Dann, das ist halt richtig hochwertige Ordner. Und hier sind Karten Nummer 1 bis 214, das sind die ganzen Base- und Bundesliga-Rekorde-Karten, also die Meisterschale-Karten. Und hinten sind nochmal die Club-Karten, das heißt 18 Stück. Und die ganzen Trikotkarten und limitierten Karten. Es gab insgesamt 232 Karten in der Serie. Ich habe schon ein paar gesammelt. Auf jeden Fall bei der Meisterschale fehlen noch drei Stücke, damit wir die voll haben auf der ersten Seite. Und dann geht's hier los mit Augsburg. Jedes Team hatte einen Starspieler und ein oder zwei Starspieler. Das sollte es sein, ja. Genau so sieht es aus. Ich lese hier gerade informationsschluss. 1. November 2013, stimmt, die Serie kam ja im Januar 2014 raus. Okay. Auf jeden Fall waren das jetzt hier die ersten Karten. Das ist Augsburg. Jede Mannschaft hat, um genau zu sein, 11 Karten. Das heißt, hier bis hier ist Augsburg. Da haben wir bei Augsburg zum Beispiel Carlsen Bracker, Ostrolik, Verhaag, Werner, Moravec und Hahn. Dann haben wir bei Berlin damals Thomas Graf, Brooks, Schulz und Ronny sowie Baum, Johann und Alakwi. Dann Bicakcic, Reichel, Koraya, Dogan, El Abdelawi und Bellarabi bei den damals noch in der Bundesliga spielenden Braunschweiger. Dann haben wir jetzt hier Bremen. Militz, Garcia, Kinja, Caldirola, Fritz. Ja. Dortmund haben wir Subotic, der jetzt bei Union spielt. Sahin, Mkhitaryan, Bender, Blaschikowski und Aubameyang. Frankfurt haben wir Zambrano, Schwegler und Aigner. Da nur drei Karten der Elf vorhanden. Und dafür bei den Freiburgern wieder 6. Ginter, Julien, Fernandes, Schmidt, Memedi und Handke. Hamburg auch damals in der Bundesliga mit Giroud, Jansen, Çalhanoğlu, Van der Vaart und Lazar. Ich möchte jetzt eigentlich nicht mehr alle nennen, weil das fällt mir gerade auf, ist ziemlich nervig. Ich gehe jetzt nur noch auf einzelne Spieler hin, die jetzt bei großen Vereinen spielen. Zum Beispiel Marcelo spielt jetzt ja bei Olympique Lyon. In Frankreich in der ersten Liga. Abraham spielt bei Frankfurt, die ja gestern verloren haben gegen Straßburg. Leno spielt bei Arsenal, Toprak bei Bremen. Wo spielt er nicht? Castro spielt er immer noch da oder spielt er? Ne, bei Stuttgart spielt er, glaube ich. Son bei Tottenham. Moritz bei Hamburg. Ter Stegen Barcelona. Xhaka Arsenal, Kruse Fenerbahce, glaube ich. Dante spielt bei Nizza, Bayern, Real. Juventus, Bayern. Stark spielt mittlerweile bei Hertha, Hasebe bei Frankfurt. Trimic in Norwich in der Premier League. Dann Mathe bei Klopp, Ulreich bei den Bayern, Verfan in Moskau, mit Schürrle zusammen, ne, das ist ein anderer Verein, sorry. Timo Werner, der ganz junge Timo Werner, ich glaube, das war seine erste, ja, ich glaube 13, 14 gab es den gar nicht in der normalen Serie. Kann das sein? Ich glaube schon. Dann haben wir Diego, nochmals noch, Ivica Olic,
Und die WZO-Lötz sollte meines Wissens nach auch die letzte Basekarte sein. Und dann geht's jetzt hier los mit den Club-Logos. Da haben wir Hertha BSC, Eintracht Braunschweig, HSV, Hoffenheim, Mainz und die Bayern. Ich habe noch den Torfabrikball als limitierte aus dem Starter-Set und die limitierte Auflage Tops Fan Favorites aus diesem Tops Sports Magazin. Die anderen beiden gab es ja nur auf der Tops und auf dem Online-Shop. Die Karte von Thomas Müller ist die einzige doppelte. Und noch keine Tops vertiversierte Memorabilienkarten verfügbar. Also ich habe noch keine. Und hinten sitzt dann nochmal die Meisterschale mit allen. Ja, mit allen Clubs, die damals in der Bundesliga waren. Wir können ja mal gucken, wer mittlerweile nicht mehr spielt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 spielen nicht mehr. Und dann gucken wir mal, wer drin ist. Auf jeden Fall 5. Dafür kommt Union Berlin rein. Dafür kommt Köln rein. Dafür kommt Paderborn rein. Dann kommt Leipzig in die Bundesliga. Und ich muss kurz gucken. Mir fällt es gerade leider nicht ein. Wer ist noch in der Bundesliga? Mittlerweile wieder. Keine Ahnung. Ich weiß es gerade leider gar nicht. Und ich mache den Vorschlag, lass mal sowas machen. Nee, also ich weiß es leider. Ach, Düsseldorf. Düsseldorf ist wieder in der Bundesliga. Fällt mir gerade ein, ja. Also wir haben Düsseldorf, Leipzig, schon Düsseldorf und Leipzig, Köln, Union Berlin und die Paderborner. Die sind neu in der Bundesliga seit 13, 14. Und ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Noch nicht ganz. Und zwar wollte ich noch anmerken, danke für Ihren Support in letzter Zeit. Und ja, schaut gerne mal rein auf meinen Kanal, abonniert gerne. In nächste Woche kam dann auch schon die neuen FIFA 365, meiner Information nach. Und dann 2 Wochen später, also am 19. September kommen die neuen Matchtags raus. Da gab es jetzt auch die ersten Bilder heute zu. Ja, bis zum nächsten Mal würde ich sagen, das war's. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Gerne abonnieren und liken. Hier könnt ihr noch abonnieren und hier ein letztes Video schauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.